Hallo zusammen, das Jahr neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu und wie viele von euch auch, habe ich einige Bücher gelesen. Es waren überraschend viele gute dabei in diesem Jahr. Es waren ein paar mittelprächtige und auch einige wenige echt schlechte Bücher. Aber um die geht es heute nicht. Heute geht es um die ganz besonders guten Bücher, beziehungsweise um eines, nämlich Totengrund von Tess Gerritsen. Das gehört auf jeden Fall für mich zu den Thriller-Highlights 2010. Ich denke, zusammen mit der Augensammler von Sebastian Fitzek gehört das definitiv ja, auf dieses Thriller-Treppchen für dieses Jahr. Und bevor ich jetzt zur Geschichte komme, noch mal ganz kurz eine grundsätzliche Sache vorweg. Ich versuche ja sowieso immer so wenig wie möglich, aber eben so viel wie nötig zu einem Buch zu erzählen, damit ich euch die Spannung nicht nehme. Das ist hier auch ganz besonders wichtig. Also ich lasse lieber einen Satz zu viel weg, als dass ich zu viel erzähle, damit ich euch die Spannung nicht nehme. Jetzt aber ohne weitere Umschweife direkt zum Buch bzw. zur Geschichte. Maura Iles, ihres Zeichens Pathologin, trifft auf einem Kongress einen alten Studienkollegen wieder. Die beiden kommen natürlich ins Gespräch und verabreden sich zum Abendessen. Dort lässt sich Maura von ihrem Kollegen dazu überreden, mit in die Berge Wyomings zu fahren übers Wochenende. Die Truppe fährt irgendwann los. Die Truppe besteht übrigens aus eben besagten Studienkollegen, der Tochter dieses Mannes und einigen seiner Freunde. Und die Truppe fährt los und gerät während der Fahrt in einen Schneesturm. Das Auto kommt irgendwann von der Straße ab und bleibt im Schnee stecken und an Zurücklaufen in die Stadt ist nicht zu denken, denn zum einen ist, wie gesagt, das Wetter viel zu schlecht und zum anderen sind sie schon zu viele Meilen gefahren. Handys funktionieren natürlich auch nicht mehr, das kennen wir ja aus den Filmen. Sobald ein paar Bäume zu sehen sind, funktionieren die Handys nicht mehr. Hier ist es aber tatsächlich glaubwürdig, weil sie wirklich ziemlich weit ab vom Schlag sich befinden. Ja, und was bleibt denn anders übrig, als irgendwo Unterschlupf zu suchen? Und den finden sie tatsächlich auch, und zwar in einer Siedlung. Das sind ein paar Häuser, 12 Häuser waren das, glaube ich, die sie sehen. Dort geht die Truppe hin und stellt fest, hier stimmt irgendwas nicht. Denn sie brechen natürlich erstmal in ein Haus ein, ganz klar. Sie suchen erstmal einen trockenen Platz, sind alle ziemlich durchgefroren, denn die sind natürlich nicht innerhalb von 5 Minuten in diese Siedlung gekommen. Und sie stellen fest, hier stimmt was nicht. Der Tisch ist gedeckt, Essen steht noch auf dem Tisch, die Fenster sind teilweise aufgewesen. Und sie gucken sich dann auch in den anderen Häusern um und alles vermittelt so den Eindruck, als wären die Leute bis vor ein paar Minuten noch da gewesen. Oder als wären die Leute plötzlich verschwunden. Man weiß natürlich nicht, was los ist und wie es dazu gekommen ist. Es gehen ein paar seltsame Dinge in dieser Siedlung vor und was der Truppe dort passiert und so weiter, das verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht. Das ist Teil des ersten Handlungsstranges. Und damit nehme ich eigentlich schon vorweg, dass es auch einen zweiten gibt und den gibt es tatsächlich. Dieser zweite Handlungsfaden dreht sich nämlich um Detective Jane Rizzoli. Das ist eine langjährige Kollegin von besagter Maura, die eben dort in den Bergen jetzt mit dieser Truppe verschwunden ist. Und ganz klar, Jane macht sich jetzt praktisch auf die Suche nach ihrer Kollegin, beziehungsweise sie fängt an zu ermitteln und so weiter. Das ist praktisch der zweite Erzählstrang. Und beim Namen Jane Rizzoli oder Rizzoli werden bei vielen von euch jetzt die Glocken geläutet haben, ganz klar. Es ist tatsächlich der 8. Fall von Tess Gerritsen, dieser Rizzoli-Reihe. Ich kann dazu jetzt erstmal vorweg eines, was ganz wichtig ist, sagen. Ich habe die 7 Bücher davor nicht gelesen. Ich bin praktisch Quereinsteiger. Ich habe mit diesem Buch begonnen und hatte überhaupt keine Probleme, in die Geschichte zu finden. Es ist also nicht so, dass man die Bände davor gelesen haben muss. Ich bin der lebende Beweis, es funktioniert auch so. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass mir ein Charakter fremd ist oder so. Ihr könnt das Buch tatsächlich so in die Hand nehmen und lesen. Ich habe ja bereits am Anfang gesagt, dass Totengrund für mich eines der großen Highlights in diesem Jahr war, also im Bereich Thriller vor allen Dingen. Und das hat vor allen Dingen den Grund, dass der erste Teil des Buches unheimlich spannend war. Also dieses ganze Setting in diesen verschneiten Bergen,
Das fand ich unheimlich spannend. Das hatte so teilweise sogar was von einem Horror-Thriller, von einem Horrorbuch, war unheimlich ja, dicht, die Atmosphäre dort. Man natürlich rattern die ganze Zeit die Räder. Was ist da passiert? Wieso fehlen dann die Leute? Was hat es überhaupt mit diesem leeren Dorf auf sich? Der zweite Teil des Buches war dann eher, ja, gewohnte Thriller-Kost. Auf sehr hohem Niveau auch, aber ja, mich hat das immer so ein bisschen gestört, aus dieser tollen Atmosphäre rausgerissen zu werden. Unterm Strich ist das Buch natürlich trotzdem schon allein aufgrund der ersten Hälfte unbedingt empfehlenswert. Und ja, auch auf die Dinge, auf die Risoli während ihrer Ermittlungen so trifft, auch die Dinge sind sehr spannend und auch interessant. Da gibt es einige Überraschungen, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Wenn ihr also zum Ende des Jahres nochmal so ein richtig spannendes Buch lesen wollt, dann würde ich sagen, probiert es mit diesem. Totengrund von Tess Gerritsen erschien bei Limes. Ich hoffe, ihr habt ähnlich viel Spaß mit dem Buch, wie ich es hatte. Es passt wunderbar in diese kalte Jahreszeit gerade. Draußen schneit's, in dem Buch ist es am Schneien. Ich empfehle euch dieses Buch auf jeden Fall ganz dringend. Wie gesagt, für mich eines der Highlights 2010. Ich bin jetzt hier raus und ihr seid im Bild. Macht's gut, wir sehen uns demnächst. Adios.